Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück bei Two Point Hospital. Ja, unsere Gänge füllen sich immer noch mit Geistern und mit Patienten. Beides okay. Wobei ich mit den Patienten... Na gut, wir haben jetzt die Schnelldiagnose. Da erhoffe ich mir einiges. Oh, hier ist ein Pixeltyp. Hab mich schon gewundert. Ich dachte, das liegt nicht richtig, aber es ist ein Pixeljunge. Ansonsten, ja, Pixeliose. Betroffene leiden unter bedrohlich niedrigen Leveln an Pixeldichte und ungesunden Verlangen nach der jüngeren Vergangenheit. Von Spinnen mit niedriger Auflösung verursachte Pixeliose. Auflösungszimmer haben wir noch nicht. Hier wird auch eine Weile dauern, bis wir das haben. Ja, die Schnelldiagnose brauche ich jetzt auch nicht mehr machen, weil die machen jetzt unsere Ärzte alle selber. Weiterbildung benötigt. Ja, 164.000. Können wir ja mal gucken. Also, wir haben... Was ist das denn? Wir folgen der falschen Übersicht, wa? Da will ich hin. Also, wir haben 2, 4, 5... Kann ich das eigentlich sortieren? Diagnose, Behandlung, alle. Also, wir haben 5 davon, die auch alle schon ausgebildet sind. Gut. Ja, die müssen wir irgendwann mal auf Stufe 3 bringen. Plepp und Strudel. Ja, unsere Forscher könnten wir auch schon wieder beide ausbilden. Aber da fehlt es mir so ein bisschen an Kreativität, was ich denen überhaupt beibringen will. Ja, Zufriedenheit könnte man denen geben. Kostet mich auch nichts. Ja, für 22 Tage können wir unsere Forscher hier reinfeuern. Das ist okay. Maintenance needed in Staffroom. Staffroom. Ja, und meine Stationsmenschen. Ich würde die beiden, Butler und Macht, würde ich gerne ausbilden. Na, komm. So, jetzt haben wir zwar erstmal nur einen für zwei Räume quasi. Also Frakturstation und Station haben wir jetzt nur noch einen Mitarbeiter quasi. Two Point Radio! Two Point Radio! You're listening to Harrison Wolf. Harrison Wolf. Two Point Radio. You're listening to Two Point Radio with your resident weirdo, Harrison Wolf. Stay tuned for some great music. You never know, we might get lucky. Ja, Psychiater müssen wir auch als nächstes nochmal ausbilden. Sehr schön. 88%. Irgendwo stirbt wieder einer. Sehr gut. Hier werden auch Leute angenommen. Oh, da wird ein Clown diagnostiziert. So, 78. Er muss aufs Klo? Ach, das sind wir. Haha. Two Point Radio. Altern unsere Charaktere eigentlich? Ich denke nicht, wa? So, 22. Und Narzissmus. Sehr gut. Der muss nicht mehr in die Allgemeinmedizin. Assistant to reception. Okay, wir scheißen uns gleich ein. Muss aufs Klo. Aber du wirst wahrscheinlich Kunden noch haben, wa? Vor der Kardiologie. Ja, eine... Oh, sehr gut. Welche denn? Emotionale Intelligenz. Also unsere... Psychiater, unsere Forscher haben sich verbessert. Okay, wir können auch beide ausbilden. Also Klopfer und Tricket. Dann machen wir das jetzt. Da holen wir uns aber einen externen. Ja, du brauchst hier auch wieder... Achso, ja, ich muss ja nicht mehr gucken. So, der Pantomime.
Gucken wir uns nochmal an, was wir diagnostizieren können. Ach, mir geht's so schlecht. Ich hab so Stress. Ja, ja, interessant, interessant. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es wird, wenn ich fliege. Grauenvoll. Diagnose? Sehr gut, Mimenkrise. Epidemiewarnung? Nein. Okay, okay, wieder so ein Mumifizierter. Okay. Da. Alter, was ist mit ihr? Ist sie nackt? Okay. Ja, die läuft einfach mal splitterfasernackt hier rum. Die Krankheiten sind schon wirklich sehr lustig teilweise. Ah, wo sind die anderen drei? Ich darf mir da nicht zu viel Zeit lassen. Weil sonst... Geht's hier wieder... Da ist noch einer. Sonst breitet sich das wieder zu schnell aus. Ja, manche, die halt rumsitzen, das ist schwierig. Die zu erkennen. Aber noch hat sich keiner infiziert. Ah, sind immer noch nur zwei. Da stirbt gerade einer. Also ich denke mal, hier wird es keiner sein. Wenn, dann hier vorne wahrscheinlich. You ever stare into empty space and just ponder the mysteries of the universe? Er denn eigentlich? How many planets out there support life? And what's another word for thesaurus? More existential questions after this. Okay, einer fehlt noch. Oh, es ist schwierig. Wo ist denn der letzte? Komm schon. Ja, ich tippe, wenn dann hier vorne irgendwo. Vielleicht ist er gerade auf Klo oder so. Oder braucht einer ein Spritzenhaus? Sorry, habe ich nicht. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Where is the last one? Also es ist immer noch nur ein Infizierter, aber ich finde ihn nicht. Der wird halt irgendwo rumsitzen. Da war er, glaube ich. Ja. Sehr schön. Ach, ich brauche nicht gucken. Komm, Diagnose. DNS-Labor habe ich nicht. Bevor du mir hier wegstirbst. Psychiatrie. Seid ihr noch in der Ausbildung? Oh ja, die haben gerade erst angefangen. Na gut, das werden wir natürlich nicht schaffen. Aber unsere Ärztezimmer sind erstmal soweit wieder okay. Also Kardiologie bräuchten wir noch einen zweiten. Diagnostik. Gut, dann machst du jetzt bitte nur... Upsala. Auch nur Kardiologie und dann bauen wir uns noch eine zweite Kardiologie. Die knallen wir uns jetzt einfach mal hier hin.
ne? So, klein Abfalleimer. Na, na, na. Oh, was gibt es hier noch? Wandmonitor könnte man so holen. Ein Trainingsgerüst. Klimaanlage, die größere Variante. Juckerpalme. Schrank. Ein Schrank könnte man uns eigentlich mal holen. Das wirkt auch immer professionell. Und vielleicht ein Sehtest. Okay, da steht drauf Eye-Test. Wir können mal durchlesen. Also, es steht drauf Eye-Test. Thingy, Sausage, Kebab Carp und Loto Le Harris. Das konnte ich auch aus... Genau, das konnte ich auch noch verbessern. Good thing this radio booth is airtight. Booth is airtight. I'm hearing this new epidemic going around. This hypochondriac ain't leaving the station till they find a cure, which means more music like this. Like this. Janitor pool to mend easy scan. To mend easy scan. Ja, aber es läuft halbwegs an jetzt. Also ein paar Leute werden immer noch sterben. Das lässt sich, glaube ich, auch nicht vermeiden so schnell. Da macht jemand Pause. Personalherausforderung. Heile 10 Patienten. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch locker hin. Okay, da wurde einer nicht geheilt, aber er stirbt nicht. Hier haben wir doch auch mit einen mit Mumifizierung. Kaiserkomplex. Patienten glauben, sie tragen Kleidung. Betrachter packt das nackte Entsetzen. Psychiatrie. Kaiserkomplex. Das dürfte... Wo ist sie denn? Ja, die Nacksche oder hier er sein zum Beispiel. Davon haben wir jetzt einige. So geil. So, ja, da könnt ihr mal bitte fertig werden? Warum ist hier eigentlich warm? Der Kaiserkomplex. DNS-Labor haben wir nicht. Irgendwo stirbt wieder einer. Da hinten. Nein, jetzt machen wir noch Pause. Nein, jetzt haben wir gar keinen Psychiater mehr. Vor Ärztezimmern Schlange. Ja, ich weiß. Ach, weil unser Ruf aber auch halt großartig ist. Das ist halt ein Problem, dass wir so guten Ruf haben. Das bringt nur Nachteile. Sag mal, kannst du dich nicht selber wiegen, sondern einfach mal einen Patienten reinholen? Achso, wird gerade repariert. Alles klar. Spritzen aus. Hab ich alles nicht. Gesundheitsinspektor. Ruf Kudosch. Belohnung. Ja, den kann ich mir auch quasi... Da kann ich nicht sagen, nee, sondern der kommt automatisch. Ja, ich weiß, Spritzenhaus. Ich bin doch dabei. Notfall. Graue Anatomie. In der Farbtherapie. Nee. Kann ich mir erstmal nicht leisten. Ist gerade am Empfang gar keiner? Okay, die machen gerade alle Pause, außer er. Dennis Klopfer. Also die Ausbildung scheint beendet zu sein. Gut. So, wir machen ja gerade sowieso Pause, ne? Okay, da stirbt wieder einer. Okay, Ariana Ticket. Ariana Ticket könnten wir auch direkt auf Psychiatrie 3 machen. Ganz ehrlich, das mache ich jetzt auch. Oh, das kostet mich 40.000. Die Psychiatrie. Die Psychiatrie wird
jetzt weiterhin überfüllt sein. Ach, da kommt der Ausbilder, sehr gut. Dr. Hermann Freud. So, wir sind schon am Start. Wo ist denn der andere? Hallo? Geht das Ding? Also. Ich bin Hermann Freud. Dr. Hermann Freud. Für Psychiatrie. Ganz, ganz wichtig. Doktor. Nicht vergessen. Du da. Wie heiße ich? Wow, wir haben richtig Bock. Ah, 25%. Wo ist denn der dritte? Der zweite? Nurse, please go to the pharmacy. Drecksspatz. Wir brauchen ein Spritzenhaus. Das ist geil, dass wir uns auf alles konzentrieren, aber nicht auf den Unterricht. Wie voll ist es denn hier eigentlich? Auflösung, ja. Wo ist denn der zweite Arzt? Wir machen ja nur Scheiße. Schocktherapie habe ich nicht. Alter, die Gänge sind so überfüllt mit Leuten. Ist das die zweite Ärztin? Super, Ariana Trickett, herzlich willkommen. Ich bin gleich fertig mit der Ausbildung und sie kommt erst. Wir werden dann auch gleich befördert direkt. Sehr schön. Was ist denn hoch? Was heißt hoch? Wie voll ist es denn bitte hier auf den Gängen? So, und da hinten können wir meinetwegen nochmal irgend so einen Spielautomat machen. Oder auch nicht. Attention. Please pay attention to announcements. Attention. Please pay attention. Bank oder Rückenlehne? Was haben wir denn noch? Ein Trinkbrunnen? Ein Bücherregal. Können wir uns eigentlich mal holen? So, Beförderung. Für uns, weil wir die Ausbildung abgeschlossen haben. Sehr schön. Und Popstar-Besuch. Ja, für die Kudosch nehme ich das mal mit. So, Psychiatrie 3 oder Psychiater 3. Sehr schön. Wir könnten uns direkt wieder ausbilden. Aber die Psychiatrie ist einfach heillos überfüllt. Und zwar beide. Oh, Popstar Lab ist in Hospital. Ich glaube, ich baue noch eine dritte Psychiatrie. Ich baue mir hier noch eine Psychiatrie hin. So, Fensterchen, Fensterchen. Aktenschränke hätte ich gerne nicht. Wow, was ist das für eine Musik? An exciting development in today's tech news. A hospital is now ready to build an injection room, which will house the newly developed Jab Master. That doesn't sound painful at all. That doesn't sound painful at all. Sehr schön. Also, wir haben jetzt das Spritzenhaus fertig. Einen Sichtschutz hätte ich gerne, aber ich habe leider keine Kudosch mehr. Gut, muss erstmal ausreichen. Wobei, hier können wir auf die andere Seite das setzen. Und dazwischen können wir nochmal einen Schneckautomaten machen. So, dann gibt es da auch noch einen Abfalleimer. Klimaanlage brauchen wir auf jeden Fall noch. Und ja, meinetwegen hier mal eine Broschüre hingebaut. Und einen Pflänzchen gibt es auch noch. So, Psychiatrie, die ist noch in der Ausbildung. Die gute Dame, also die zweite. Aber sie müsste es eigentlich gleich geschafft haben. Ja, Miss Trickett, sie kam ja viel zu spät. Attention. Don't feed the ghosts. They're dead. Thank you. Und hier könnten wir eigentlich auch nochmal eine Toilette bauen. Oh, eine ein Café könnten wir eigentlich auch nochmal setzen. Also, nochmal ist gut. Wo ist denn hier eine Toilette? Da. So, bauen wir nochmal kurz
Kleines Latrinenhäuschen. Aber ja, kann ich die auch eigentlich so setzen. We're close to award season. Okay, machen wir erstmal die Awards. Ja. Ach, scheiße, wollte ich nicht. Gut, dieselben Awards wie immer. Da gab es keine Überraschung. So, Toilette. Ich werde es mal ein bisschen anders. Ah, kann ich da? So kann ich es bauen, das ist schön. Toilette. So kriegen wir auch drei hin. Warum kriege ich da drüben keinen hin? Wegen der Tür, ne? Ah, das ist ja ungünstig. Boah, komm. Ja, sehr schön, die gehen noch nebeneinander. Herrlich. So, einen Abfalleimer kriegen wir da auch noch hin. Feuerlöscher, eine Klimaanlage fürs Klo ist auch immer gut. Eine Pflanze wird es nicht mehr. Und ja, gut, eine Uhr könnten wir vielleicht nochmal hinsetzen. Dann haben wir da aber auch nochmal eine Toilette. So, und ein Café würde ich jetzt gerne mal bauen. Weil ich es gerade gesehen habe. Ach, das sieht so aus. If you're feeling ill, the last thing you want to do is pump your body full of cheap artificial medicine. So stay at a holistics hospital, where our natural remedies are so expensive, they just have to be good for you. Holistics, where you can only hope it sticks. Serving 2 Point County. This is 2 Point Radio. 2 Point Radio. Wow, okay, ein Café ist sehr groß. Wow, das ist ja monstergroß. Okay. Alter Schwede, das ist aber krass groß. Was ist das? Nahrungsabfalltonne. Jetzt sterben wir die ganzen Leute. Super. At 2 Point Radio. Maintenance announcement. Toilets need routine servicing. Okay, das haben wir. Ein Café mit Stühlen haben wir. Pflänzchen. Air Condition. Alter, warum sterben denn die ganzen Leute jetzt hier? Geschenkler. Alter, 1200 Kudosch. Okay, also, wir haben Spritzenhaus. Wir können befördern. Befund der Begutachtung. Entwesung haben wir nicht. Strecksaal haben wir nicht. Spritzenhaus. Machen wir gleich. DNS haben wir nicht. Beförderung. Beförderung. Personalherausforderung. Verdiene 100.000. Besuch, 8 Ruf, Notfallapotheke und Spritzenhaus warten. Gut, da muss arbeiten ein Assistant. Und zwar der nicht Marketing hat. Marketing 1. Marketingkompetenz interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Kundenbetreuung. Jedes Fluff inspiriert, Gehtempo verärgert. Schade. Kompost streitet gern, raus. Arbeitet von Apfel und Ei, charmant und langweilig. Auch nicht gut. Wenn sie hungert, unleidlich. Und dann haben wir hier noch inspiriert andere Menschen. Wir könnten ja erstmal Braun Vorhang holen. Herrn Vorhang kennen wir ja. So, du arbeitest bitte nur in einem Café. Und dann gibt es jetzt das Spritzenhaus. Das Spritzenhaus. Kenne ich auch noch nicht. Muss ich zugeben. Ist für mich auch neu. So, gibt es noch ein Schränkchen in die Ecke? Pflanze haben wir. Eine Uhr.
Bauen wir mal da eine hin. Und Spritzenhaus. Oh, wie viel Kuder schon noch? 75. Was sind denn hier für Probleme? Graue Anatomie. Nee. Schock. Shit, Gründen sind noch. Ich weiß es gerade gar nicht. Kubismus. Halt, eine Klimaanlage brauche ich hier noch drin. Ansonsten. Denke ich mal, ist das okay hier. Ach ja. Das. Ach. Verkehrt rum. So. Nein. Go. Da gibt es noch eine kleine Bank davor. Ja, Klimaanlage müssen wir hier leider auch davor setzen. Und ich würde sagen, wir machen hier auch nochmal eine Pflanze hin. Two Point Radio. Gut, und da arbeitet jetzt ein Krankenpfleger, richtig? Also, noch aktuell nicht, aber gleich. Oh Mann, ich würde es gerne ein bisschen sortiert haben. Ich weiß, es geht hier nach Sternen. Kardiologie haben wir, das brauchen wir, Farbtherapie in der Station, Zirkustherapie und Farbtherapie würde ich gerne beides lassen, also dass beide beides machen, genauso wie Spritzenhaus. Und jetzt brauchen wir noch einen dritten. Hygiene charmant, sehr gut. Hat nur Stromkopf. Gießkern Pflanzen, super. Keith Salomo. Können wir schon direkt kaufen. Auch die macht bitte alles. Also die drei Sachen. So. Nein, was? Das ist hier richtig verkehrt. Entschuldigung. Du arbeitest in der Frakturstation nur. So, und ihr drei, genau. Dann haben wir Salomo und Jakob Donner und die bilde ich jetzt mal gleich in Behandlung aus. Donner und Salomo in Behandlung. Ja, können wir intern machen. Keith Salomo. So, Kurs starten. Da werden wir am Anfang ein paar Probleme kriegen. Henry Jobsworth. Achso. He was then seen running out and screaming this morning. Sounds about right. Krypto. Was machen wir denn als nächstes? Flüssigkeitsanalyse. Um Patienten verschiedene Körperflüssigkeiten zu entnehmen, das dient in erster Linie der Diagnose. Hat außerdem einen enormen Unterhaltungswert. Ausgabe Flüssigkeitsanalyse. Aha. Ja, wir könnten noch upgraden. Für 2000. Strecksaal. Ach, wir brauchen halt alles mittlerweile, ne? Schocktherapie brauchen wir, Entwesungsanlage brauchen wir, wir brauchen den Strecksaal, wir brauchen das Auflösungslabor. So schnell kann ich gar nicht forschen. Ich würde mal tatsächlich in die allgemeine Diagnose investieren. Oh, was? 2000? Nee, sorry, machen wir doch nicht. Doch, machen wir. Ich brauche dafür... Ja, wir machen die allgemeine Diagnose, weil dann ist... Geht das ein bisschen schneller bergauf und... Wir sparen uns eventuell wieder Leute, die wir zum zweiten Mal in die Allgemeinmedizin schicken müssen. Alter, hier arbeitet einfach keiner. So, haben wir noch Ärzte? Alter, wir könnten hier alle Ärzte ausbilden, jetzt auf Stufe 3. Gilbert Strudel, Plepp und Grotz. 15% Diagnosekompetenz. Nochmal da oben drauf. Also quasi plus 45. Oh, das wäre halt schon extrem wichtig, ne? Wir könnten natürlich auch unsere Chirurgen upgraden.
Vorhang und lässt da feucht. Oh, Chirurgie 2. Oh, ich habe kein Geld. Scheiße. Ja, ich muss erstmal was Internes machen. Hausmeister. Ich überlege gerade. Wir könnten Nee, könnten wir nicht. Ah, dafür muss ich alles immer Geld ausgeben. Also Kundenbetreuung 3 steht auch ganz oben auf dem Zettel. Dass die hier alle schon Kundenbetreuung 3 kriegen. Kosmik und Schweiß könnte ich halt auch nochmal ausbilden. Erhöht die Zufriedenheit vom Patienten. Muss ich Behandlung 2 machen. Kosmik, Schweiß. Wer war ein Grotz nochmal? Arbeitet in Chirurgie. Auch nicht schlecht. Oder Schwester Polly Nerd. Die wäre natürlich auch nochmal super. Boah, kostet mir 40.000. Komm, machen wir. Alright, meine Damen und Herren, dann sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge. Two Point Hospital. Ganz kurz überlegt, wie es heißt. Ja. Ruf ist bombastisch. Stufe haben wir auch bald 14. Aber ja, es geht minimal voran. Unsere Warteschlangen werden auch weniger, wenn man sich das mal anguckt. Jazz Hand. Eine Verletzung der Hand, die durch übermäßiges enthusiastisches Fingerschnippen und Händewedeln verursacht wird, ausgelöst durch ungezügelten Jazzkonsum. Need to be healed in a station. Nurse needed in chromotherapy. Wow, in what? In chromotherapy? Nurse needed in chromotherapy. Ja, werden wir machen. So, da wurde jemand enttopft. Gut. Morgen geht's weiter und dann, ja, wir müssen weiter ausbilden. Wir müssen jetzt unsere Leute nach und nach zu richtigen Experten machen. Und dann gehen auch diese Warteschlangen hier langsam runter. Und auch diese komischen Symbole werden ein Ende haben. Rückenschrippe. Wie viele warten hier? Einer. Okay, Rückenschrippe. Ich hoffe, ihr beeilt euch mit der OP. Two Point Radio. So, bis morgen. Tschüss.